Hallo, guten Abend. Mein Name ist Susanne Scholl und ich moderiere heute hier zum ersten Mal einen Literaturtalk, den wir dann hoffentlich viele Male noch wieder machen werden. Der erste Stargast dieses Abends ist Daniel Wisser, Romanautor, Sänger, Musiker, Kolumnenschreiber, also sozusagen jemand, der irgendwie alles kann, mehr oder weniger. Es geht heute vor allem um den neuen Roman von Daniel Wisser, Wir bleiben noch. Wir haben vorhin darüber geredet, wie das so ist bei den Lesungen, bei denen es im Anschluss an die Lesung Fragen gibt. Und da gibt es 4 verbotene Fragen. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Hinterkopf, welche das sind, aber ich will die alle sofort stellen. Wir werden die alle also abhandeln. Also die erste Frage war, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Gut. Ja, ich muss sagen, der Vorgängerroman zu diesem Roman war eigentlich ein Roman über Sterbehilfe und so kompliziert das Thema Sterbehilfe scheint, so einfach ist es literarisch dann doch umzusetzen, weil es geht natürlich auf eine sehr klare Klimax hin, nämlich auf den Tod. Schwieriger ist es bei diesem Buch. Eigentlich habe ich damit begonnen, weil ich wie jeder Autor einmal sozusagen meine Familiengeschichte literarisieren wollte, habe aber das Problem immer gehabt, mir haben eigentlich diese klassischen Familienromane immer sehr angeödet. Also ich musste schon, als kleiner Bub, weiß ich, habe ich mit meinen Eltern die Buddenbrooks als, also heute wäre das so eine Netflix-Serie, damals war das so ein Mehrteiler, geschaut. Das war aber toll. Das war toll, nur ich habe mir immer gedacht, woher weiß der Erzähler, was seine Urgroßmutter an 9. April vor 120 Jahren gemacht hat. Das geht doch gar nicht. Das frage ich mich auch immer, aber zu den Familien und allem rundherum kommen wir. Kommen wir mal. Gut, also ich kürze es ab. Jedenfalls genau. Habe ich versucht, eine andere Lösung zu finden, nämlich eigentlich aus verbleibenden Anekdoten, ja, die immer wieder erzählt werden, etwas zusammenzubasteln und aber gleichzeitig eigentlich die Gegenwart zu thematisieren. Das ist halt für mich als politischen Menschen nicht wegzudenken. Also dieser Roman spielt in den Jahren 2018 und 2019. Das ist sehr wichtig und ja, das ist vielleicht, so bin ich auf die Idee gekommen. Das ist jetzt schon jetzt gehe ich mal kurz weg von den verbotenen Fragen, okay. Weil diese Sache mit der Politik, die wollte ich dann noch extra noch mal besprechen, weil das hat mich sehr fasziniert, diese Möglichkeit in einem literarischen Text die wirklich aktuelle politische Lage so hineinzubringen, dass es nicht aufgesetzt wird. Das ist ja nicht so einfach. Abgesehen davon, dass ja die Realität die Satire schon weit überholt hat. Und es ist ja auch kein satirischer Roman, aber es nimmt die Politik schon ein bisschen aus der Distanz wahr. Was war die zweite verbotene Frage? Können Sie davon leben? Können Sie davon leben? Genau. Ja. Das ist toll, das bewundere ich. Ich konnte nie davon leben, aber das ist wieder was anderes. Die dritte verbotene Frage war, was schreiben Sie als nächstes? Achso, es ist aber auch eine gute verbotene Frage. Aber das sehen wir dann. Darüber reden wir nicht. Das sehen wir dann. Aber das Gute ist ja, das ist ja jetzt der Prototyp des Zack-Zack-Literaturtags. Das heißt, erstens können wir alles machen, was wir wollen. Zweitens müssen es die anderen nachmachen. Das meine ich doch. Deswegen das mit den verbotenen Fragen. Literatur oder Politik zuerst? Das suchen Sie aus. Okay, dann bin ich für Politik, gut. Weil das ist so deprimierend. Dann kann man sich mit der Literatur dann wieder ein bisschen aufrichten. Also, die Politik hier, da sind wir ja eigentlich schon mitten in der Familie, aber trotzdem gehen wir mal zur Politik.
die Sozialdemokratie, die irgendwie auf absolut verlorenen Posten steht jetzt. Haben Sie, Sie sind eine Generation nach mir. Also ich bin groß geworden mit Kreisky und das war irgendwie, das war eine Situation, in der wir uns erstens einmal alle sicher gefühlt haben, zweitens einmal die Politik unglaublich Spaß gemacht hat. Also wir sind alle jeden Dienstag wie gebannt vorm Fernseher gesessen und haben uns das nach dem Ministerrat angeschaut, weil der Kreisky einfach halt schon auch einen unglaublichen Unterhaltungswert hatte, was ja in der Politik meiner Meinung nach ziemlich wichtig ist. Wieso schaut die Sozialdemokratie jetzt so aus? Also Sie schreiben von einer alteingesessenen sozialdemokratischen Familie. Wie geht das, dass die plötzlich sich total in eine wirklich unsägliche Richtung entwickeln? Naja, das ist die gute Frage, wobei es ist eben ein Stück Literatur, es ist fiktional und es hütet sich natürlich, dieses Buch davor Antworten zu geben, sondern es beschreibt eigentlich genau, wie Sie sagen, diese Familie zu Beginn sogar über 4 Generationen, weil es gibt eine ganz alte Grand Dame in der Familie, die zu Beginn des Romans 99 ist, die schon Urenkeln hat und deswegen die Urli genannt wird. Und ich will eigentlich nur das darstellen, dass es eigentlich bis ins Jahr 1986 in dieser Familie ganz klar war, dass alle, also was alle wählen und wie sie denken. Da gab es natürlich welche, die waren ein bisschen mehr links. Es wird zum Beispiel da einmal eine Passage zitiert aus dem Jahr 72, als Bruno Kreisky den Richard Nixon in Salzburg empfangen hat, wo natürlich, wie das damals war, Kreiskys eigener Sohn unter den Demonstranten auf der anderen Seite der Absperrung war und wo es in der Familie auch welche gab, also die gesagt haben, naja, also den Nixon empfangen nicht. Also das gab es ja auch in der SPÖ, dass wer gesagt hat, also sich von Friedrich Peter die Koalition stützen, die Regierung stützen lassen, das geht überhaupt nicht. Die weiche Außenpolitik, das gab es alles, aber das war, wenn links von der SPÖ. Das ging in Richtung der späteren Grünen oder vielleicht in das, was jetzt die Linkspartei in Deutschland ist. 1986 war eigentlich der erste Punkt, wo das passiert ist, was im Lauf dieses Romans geschildert wird, nämlich dieses Ausscheren nach rechts. Und das war damals noch schockierend. Also in meiner Familie gab es damals jemanden, der zugegeben hat, für den Waldheim gestimmt zu haben im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl. Ja. Und das war unfassbar damals. Das war unfassbar. Also es war auch unfassbar, dass sich diese Person getraut hat, überhaupt das zu sagen. Ja. Und dann ist ja das alles passiert. Dann kam eben Haider und dann kam ja zur Jahrtausendwende auch schon die Schüsselregierung. Die Frage ist halt, die große Frage, die eigentlich der Roman eher stellt als beantwortet, ist, ob hinter diesem Rechtsruck wirklich nur diese Politikverdrossenheit, die ja auch schon so ein Schlagwort geworden ist, steckt, oder ob auch persönliche Frustration hinter diesem Rechtsruck also steckt. Also das war genau meine Frage, nämlich ich komme auf die Frage zurück, ich weiß, Sie müssen keine Antwort darauf haben, ich habe auch keine Antwort darauf, aber die Frage, wieso die Sozialdemokratie sich so selber eigentlich öffentlich entleibt hat, ist mir immer noch nicht wirklich erklärlich. Heute gab es einen Schlagabtausch zwischen Randy Wagner und Dosko Zil. Wieso ist immer dann, wenn es der ÖVP, also den Türkisen, sagen wir mal, besonders schlecht geht, fängt die SPÖ mit irgendwelchen Internen an? Das kann mir keiner erklären und ich kann es mir auch aus der Geschichte nicht erklären. Ja, das sind zwei Sachen vielleicht. Also ich glaube, medial funktioniert es heute ganz anders und ist wesentlich schwieriger. Also Sie haben das ja vorher gesagt, früher gab es sozusagen
diesen Ministerrat und einmal in der Woche gab's dann das, viele dieser Kreisky-Interviews sind ja dann berühmt geworden, nämlich durch seine Saga meistens. Nein, aber es war nicht nur unterhaltsam, sondern es war auch gescheit. Und ich glaube, diese Frequenz, also die heute quasi stündlich sozusagen Reaktionen notwendig macht, die gab es nicht. Und dann glaube ich, ich kann nur drei Befunde jetzt zur Sozialdemokratie machen. Das eine ist, dass es einfach ein Zeichen unserer Zeit ist, dass wir glauben, wir sind viel toleranter als früher und wir sind es aber nicht. Das passiert innerhalb der SPÖ, weil man vieles für Widersprüche hält, das es immer gegeben hat. Also es waren ja die Landeshauptleute, ja, zum Beispiel Theodor Kehry in Burgenland. Oder wenn wir auf die großen Herren Kärnten, Sima und Wagner schauen, auch weit rechts. Ja. Und es gab wahnsinnige Konflikte mit denen, wegen der Ortstafeln in Kärnten. Es gab auch, Kehry war ja strammer, glaube ich, bei der SA in der Nazizeit, ja, hat nie ein Hehl daraus gemacht. Es gab das alles ja damals auch. Und es gab auch damals diese Richtungsstreite, dass die einen eine linkere Partei haben wollten und die anderen gesagt haben, ja, dann federn wir halt diesen Kapitalismus ein bisschen ab und setzen ihn sozusagen menschlich um. Das, was eigentlich unter Franitzky dann das Parteidogma geworden ist. Ich glaube, jetzt geht sich's in einer Partei nicht aus. Warum, kann ich auch nicht sagen. Und, naja, vielleicht, weil sich natürlich die... Also meine These ist, dass natürlich das Ende der Sowjetunion und dessen, was man allgemein als Kommunismus bezeichnet hat, fälschlicherweise, dass das einfach eine tiefe Krise eben auch in der Sozialdemokratie ausgelöst hat, weil die hatten es ja leicht, die haben immer einen Feind gehabt. Der war dort, dem konnte man alles, und der ist plötzlich weg. Und jetzt weiß man nicht genau, wem man den Feind. Und das sehe ich auch so, nur ich ehrlich gesagt muss ich immer schmunzeln, wenn wer sagt, die Sozialdemokratie ist heute nicht mehr sozialdemokratisch, dann sage ich immer, ja, sind die Christlich-Sozialen heute christlich-sozial? Nein, natürlich oder nicht. Sind die Freiheitlichen freiheitlich? Was ist das für eine Freiheit, nicht? Oder sind die Grünen grün, wenn sie plötzlich nicht mehr das Glyphosat-Verbot fordern? Also ich glaube, diesen schwarzen Peter kann man allen zuschieben, weil auch die konservativen Parteien, die ja immer in den westlichen Demokratien die Freiheit, ja, versprochen haben und das Feindbild war der Kommunismus, ja, die knien ja jetzt vor dem Putin. Also die Außenministerin... Na gut, aber der Putin hat ja auch nichts mehr mit irgendwas mit Kommunismus. Ja, schon, aber so die Oligarchien sind plötzlich das Vorbild. Und man, ja, früher hat man gesagt, wir bringen euch die Demokratie. Das ist alles richtig, aber... Das ist auch ein bisschen eine Ausrede der Sozialdemokraten. Ich meine ja nicht, dass sie sich sozialdemokratisch nennen müssen oder sozialistisch oder sie sollen sich nennen, wie sie wollen, Hausnummer, ist mir egal. Aber mein Vorwurf ist, dass sie, ich glaube ja, dass bei uns die Sozialdemokraten immer noch, obwohl sie jetzt schon so lange in der Opposition sind, sich immer noch glauben, so benehmen zu müssen, als wären sie in der Regierung. Ja, also... Man muss dazu sagen, für eins der Probleme. Also sie waren praktisch von 50 Jahren über 40 in der Regierung und haben den Kanzler gestellt. Das ist schon, also das ist eigentlich eine so große Erfolgsgeschichte, also verglichen mit Deutschland oder so, dass man sich natürlich schwer getan hat, sich an das andere zu gewöhnen. Und jetzt muss man schon auch sagen, dass es ein globales Phänomen ist, natürlich. Man wird sehen, wie das jetzt, ja, in den USA, also ein bisschen gibt ja auch Biden wieder Hoffnung, dass es auch Sachpolitik gibt und dass nicht immer gepoltert werden, ja, muss. Aber also ich glaube eben in diesen zwei Jahren, wo der Roman spielt, 2018, 2019, da war eigentlich die höchste Dichte an diesem Schub, der wirklich alles verändert hat. An Unsäglichkeiten, hat. Ja. Womit wir jetzt wieder
jetzt die Politik haben wir, glaube ich, ja, ausreichend, mehr als genug. Wir sind ein Literaturtalk. Das heißt, wir gehen jetzt zur Familie. Das interessiert mich am allermeisten. Also die Beschreibung dieses Familientreffens bei der Großmutter, die 99 wird, wo sich wirklich alle hassen und keiner will da sein und alle sind sie aber trotzdem dort, hat mich streckenweise sehr an unsere Familientreffen erinnert. Und ich gehe davon aus, und damit sind wir bei einer weiteren verbotenen Frage, nämlich, wie autobiografisch ist das? Ja, also es versteht sich von selbst, dass da viele, viele Züge oder auch Anekdoten meiner Familie dabei sind. Es sind ja auch Dinge dabei, die man so nicht erfinden kann. Also ich finde ja das Gute oft an so Versatzstücken der Literatur. Es gibt einfach eine Grenze des sozusagen des Erfindens, die bei manchen Geschichten erreicht ist, und hier werden eben nur Anekdoten aus vier Generationen erzählt. Denn was eigentlich in der Familie passiert, ist ja, dass auch über den Wahrheitsgehalt des Erzählten dann gestritten wird zum Teil, nicht, wie das auch in jeder Familie ist. Also die eine sagt, der Opa hat halt immer Heidelbeeren gesammelt, die andere sagt, aber nein, das waren doch Waldeerdbeeren, und schon geht's los, nicht? Das kennt man ja eh. Im Zentrum des Ganzen steht aber eben dieser Viktor Jarno, die Hauptfigur, der eben von seinen Eltern nach dem Viktor Adler Viktor benannt wurde. Und im Grunde sein größtes Problem ist seine Kinderlosigkeit, also die Gewissheit, dass er keine... Das ist interessant, das habe ich überhaupt nicht so gelesen. Ah, ja. Das gut. Das ist spannend, weil ich hatte eher das, also mein Eindruck beim Lesen war eher, dass er so ein bisschen gespalten ist und eigentlich das mit dem Kinder oder Nicht-Kinder, dass er bis zum Schluss nicht so ganz sicher ist, ob er das eigentlich jetzt gut oder schlecht findet. Naja, es gibt, also jedenfalls die Parallele, würde ich sagen, zwischen dem Privaten und dem Politischen, und das ist ja eigentlich das, worum es im Roman geht, zeigt halt hier den Viktor mit seiner Cousine, die Caroline, in die er sich verliebt, dann in einer völligen Isolation. Also die Familie, die es gibt, will mit ihnen nichts zu tun haben, weil sie eben Cousin und Cousine sind. Ja. Und einen Nachwuchs gibt es nicht. Und jetzt sitzt er da mit diesen Anekdoten und ist sozusagen, drum ist auch dieses wunderschöne Nashorn da am Cover, er ist halt, wie er von sich selbst sagt, zum Aussterben verurteilt. Das schon, ja. Aber ob das eine Verurteilung ist, also Sie wissen, was Sie geschrieben haben, aber ich kann nur sagen, was ich hineininterpretiert habe, ich habe das eher so im Lesen habe ich das eher als empfunden, als ob er ganz froh drüber wäre, dass er ausstirbt. Also, dass diese Episoden irgendwann einmal sozusagen ein Ende haben. Aber zu dem Thema, also die Bigotterie in einer alten sozialdemokratischen Familie, die dann nach rechts rückt und wo dann plötzlich ein Skandal ist, dass ein Cousin und eine Cousine heiraten und wo die in der Literatur Beispiele dafür suchen, wo, wann, wer berühmt, dass seine Cousine geheiratet hat. Das hat mich, und auch die Geheimnisse, die wir jetzt nicht verraten wollen, weil wir wollen ja, dass die Leute uns zuschauen, das Buch dann auch unbedingt lesen müssen, damit sie wissen, wie es ausgeht. Aber diese Geheimnisse, diese Familiengeheimnisse, die da sind, die sozusagen wie ein Klotz über allem thronen und alle wissen, da gibt es irgendwas und keiner weiß genau, was es da gibt. Das ist, das habe ich als unglaublich genau beobachtet empfunden, auch diese Art der Familie, bei diesem Geburtstag miteinander umzugehen und alle sagen,
benimm dich, es ist doch der Geburtstag von der Urli. Aber die Bigotterie der Familie, die empört ist darüber, dass die dass Cousin und Cousine miteinander sind und sich ineinander verliebt haben, die äußert sich ja in einem ganz kleinen Absatz, den ich gern vorlesen möchte, weil der für mich vom Sprachlichen her einfach wirklich toll ist. Und das tue ich jetzt auch. Und zwar schreibt die Schwester der Caroline, also der Cousine, schreibt an den Cousin, der jetzt mit ihrer Schwester zusammen ist. Die schreibt, eure Beziehung oder was auch immer das sein soll, ist krank. Begreift das endlich. In diese Lage hat gerade ihr uns gebracht, also die zwei, die Familie. Es ist die am meisten verfahrenste Situation ever. Und dann sitzt er im Kaffeehaus und denkt über diesen Satz nach und sagt, er dachte über Hannas Satz nach. Es ist die am meisten verfahrenste Situation ever. Und so etwas, dachte er, ist mit mir verwandt. Und so etwas, dachte er weiter, verlangt von Zuwanderern, dass sie Deutsch lernen. Das ist für mich einer der wirklichen Schlüsselsätze dieses Romans, weil dieses und so etwas verlangt von den Zuwanderern, dass sie Deutsch lernen, das ist ja genau das, was in diesen Jahren passiert ist. Diese, also im weitesten Sinn, das Boot ist voll, wir können keinen mehr nehmen, außerdem wollen die eh alle nur sich ins gemachte Bett legen und die sollen erst einmal Deutsch lernen und dann können sie kommen und so weiter. Das ist ja, das hat uns ja begleitet durch diese Jahre 18, 19, also ganz, ganz massiv. Und die Beobachtung, dass die meisten Leute selber nicht gescheit Deutsch können, es aber von den anderen verlangen, und gleichzeitig aber auch nicht wollen, dass auch noch andere Sprachen gesprochen oder auch gelernt werden von den Kindern. Das finde ich sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob mir das so vorgekommen ist oder ob das... Nein, also es ist ein klares Beispiel. Heute haben wir es ja fast auf ministraler Ebene, würde ich sagen, also durch diese wissenschaftliche Arbeit der Frau Aschbacher, sozusagen in auf Ministerebene. Aber es geht ja eigentlich nur darum, dass ja hier mit zweierlei Maß gemessen wird, nicht? Und das zieht sich ja immer dann durch, wenn eigentlich, wie Sie es nennen, Bigotterie am Werk ist. Ganz am Anfang des Romans, bei diesem 99. Geburtstag der Urgroßmutter, gibt es ja einen Streit deswegen, weil deren Mann, also der Großvater des Viktor, im Zweiten Weltkrieg der NSDAP beigetreten ist. Nicht? Und dann, wie das halt bei solchen Diskussionen in Familien immer ist, sagt die Großmutter, das könnt ihr nicht verstehen, das war ganz was anderes, und dann wird das auseinandergeteilt. Und so ist es ja eben bei uns beim sogenannten Ausländerthema genauso wieder. Da werden zuerst Maßstäbe gemacht oder es wird gesagt, wenn dann einer integriert ist oder so. Und dann gibt es aber ganz andere Situationen, da gilt das nicht, nicht? Und das, ich glaube, die Dinge kommen dann raus, wenn es eben härter wird, wenn der Wind rauer wird in der Gesellschaft. Bis 2016, 2017 haben wir diese Situation nicht gehabt, die dann gekommen ist, dass wir gemerkt haben, dass bei den Medien etwas passiert und dass auch mit den Menschen, die dann vielleicht Hofer gewählt haben bei der Bundespräsidentschaftswahl und dann schon Kurz oder Strache bei der Nationalratswahl, dass mit denen etwas passiert ist, nämlich die haben darüber nicht mehr gesprochen.
Gut, das ist ein Problem, das wir in Österreich ja sowieso haben, nicht? Es wird ja über vieles, über das meiste nicht gesprochen. Also wir sind ja Weltmeister im Aneinander vorbeireden, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber trotzdem ist diese Entwicklung in den Familien, und die interessiert mich jetzt wirklich mehr, dieser Viktor ist ja auch einer, der ständig liest. Also der ist ja auch schon der ganzen Familie deswegen ungemütlich, weil er halt quasi ein Intellektueller ist, weil er halt wirklich ständig liest und das Lesen für ihn auch die Hauptbeschäftigung ist. Also er wird ja dann irgendwann einmal, gut, das erzählen wir nicht, aber er wird, das ist das, was er machen will in seinem Leben, im Grunde genommen, auch wenn er vielleicht sich Kinder gewünscht hätte, aber im Grunde genommen will er lesen. Und auch dieser Umgang mit Menschen, die ein bisschen tiefer schauen oder die irgendwie einen anderen Blickwinkel haben, den kennen wir ja auch aus dem Alltag. Also dieses alles, was nicht in einen sehr engen Rahmen passt, das ist schon mal schlecht. Das kommt ja da auch sehr, sehr deutlich raus in diesen Familiengeschichten. Ja, ich glaube, es ist einfach man sieht eben diesen verstummenden Dialog, und das Verstörende ist dann, dass diese Tabuisierung, dass trotzdem in dieser Zeit eigentlich dann so ein bisschen diese Geheimnisse, die wir nicht verraten dürfen, aber dass dann diese Fragen herauskommen, wo man merkt, das muss ja eigentlich jetzt jahrzehntelang verdeckt worden sein, nicht? Und man ja, und das gilt natürlich für die, also ich bin ja eine große Verfechterin der Meinung, dass Österreich leider auf zu vielen Geschichtslügen sitzt, nicht? Also wir waren das erste Opfer, es gab eine Stunde Null 1944, das stimmt ja alles nicht. Und das haben wir mit dem Verschweigen, haben wir diese Mythen, die wirklich nur Mythen sind, einfach zur Geschichte erhoben. Es gab 1945 die Stunde Null. Die Nazis haben sich alle irgendwo in Luft aufgelöst. Mir kommt vor, dass das in der Familie auch ziemlich stark so in die Richtung geht. Es hat einen Moment gegeben, wo man sich umorientiert hat. Ich finde die Beschreibung der Geschichtspersönlichkeiten, also zum Beispiel dem Vater von diesem Viktor, der schon lange tot ist und über den so Episoden kommen, die finde ich, muss ich gestehen, besonders gelungen. Und jetzt würde ich Sie bitten, aus dieses eine Kapitel, wo wir uns ausgemacht haben, ein Stückchen zu lesen, weil das auch den ganzen Wortwitz, über den ich gern noch ein bisschen reden würde. Genau, beinhaltet. Also ich sage vielleicht kurz die Situation. Es ist relativ am Anfang des Buches. Diese Urgroßmutter feiert also den 99. Geburtstag, und der Viktor ist eigentlich der das sozusagen ausrichtet und organisiert. Diese Großmutter lebt in einem ganz kleinen Dorf in Niederösterreich, das hat nur mehr 200 Einwohner, und der Viktor fährt dorthin, und diese Urgroßmutter liegt im Bett, die hat auch eine 24-Stunden-Pflege. Das Kapitel heißt »Wie die Feit zergeht«. Wie die Veit zergeht. Adriana hatte die Urli aufgesetzt und mit zwei Kissen gestützt. Viktor setzte sich auf das Bett. Die Urli sah ihn an, dann nahm sie seine Hand. Viktor, mein Lieber, morgen werde ich 99, noch ein Jahr schaffe ich nicht. Ach komm, du wirst 120. Die Urli winkte ab. Ich wäre gerne in Wien gestorben und nicht hier in Heiligenbrunn, du weißt das. Nur dem Walter und den Kindern zuliebe bin ich hierher gekommen. Wie immer erzählte die Urli, dass ihre Schwägerin Rosi sie in den letzten Kriegsmonaten angefleht habe, aus Wien wegzugehen und aufs Land zu kommen. Der Großvater war zu dieser Zeit an der Front, und die Urli lebte mit ihren Töchtern Gerlinde und Irmgard alleine in einer Wohnung in Wien.
Gegen Kriegsende nahmen die Bombardements in Wien stark zu. Hörte man im Radio den Kuckuck, ging man entweder in den Keller des Hauses oder einen nahegelegenen Luftschutzkeller. Sobald die Bombenangriffe vorbei waren, ließ die Urli die Kinder bei Frau Haas, einer Nachbarin, und marschierte los, um zerbombte Häuser nach Essbaden zu durchsuchen. Dass sie dabei eines Tages eine ungeöffnete Packung mit Schokowaffeln gefunden habe, erzählte die Urli, und dass sie sich auf dem Heimweg geschworen habe, die Packung gerecht zu teilen. Als sie aber in ihre Straße einbog, sah sie, dass das Haus, in dem sie bis zu diesem Zeitpunkt gewohnt hatte, von einer Bombe getroffen worden war. Fremde Menschen suchten in den Trümmern nach Essen, Kleidung und Wertsachen. Sie fragte einen Mann, ob er zwei kleine Mädchen gesehen habe, und flehte ihn an, ihr bei der Suche nach ihren Töchtern zu helfen. Dafür bot sie ihm die ganze Packung Schokowaffeln. Doch als die Urli ihm die Waffeln geben wollte, musste sie feststellen, dass sie die gesamte Packung aufgegessen hatte. Kurz darauf bog Frau Haas mit Gerlinde und Irmi an der Hand um die Ecke. Sie waren in einem Luftschutzbunker gewesen, und noch am selben Tag machte sich die Urli mit einem Leiterwagen bepackt mit ein paar Habseligkeiten auf dem Weg nach Heiligenbrunn. Ich rede und rede und bin noch immer nicht fertig. Viktor, mein Lieber, ich habe mein Testament gemacht. Das Haus bekommst du. Viktor sagt, ich sterbe aus. Die Urli sagt, Unsinn, jetzt sieh halt zu, du brauchst eigene Kinder. Deine Mutter und ihre Schwester haben in 2-3 Jahren alles vergessen, was die Partei in 130 Jahren getan hat für die Menschen. Sogar Frau Veit kapiert das. Frau Veit, die wählt doch seit Jahrzehnten die Christdemokraten. Deswegen hat Papa doch immer mit ihr so gestritten. Früher, aber jetzt ist sie der Partei beigetreten. Sie hat mich angerufen und gesagt, so kann es nicht weitergehen. Viktor konnte sich noch gut daran erinnern, dass sein Vater immer, wenn Frau Veit zu Besuch kam, mit ihr über Politik gestritten hatte und dass er, nachdem Frau Veit gegangen war, laut über sie lästerte. Als sie in mittleren Jahren stark an Gewicht zugelegt hatte, sagte er laut lachend immer wieder, Kinder, wie die Veit zergeht. Das ist eine Art von Wortwitz, die mich an meinen eigenen Vater erinnert, der auch gern solche Witze gemacht. Das Interessante ist, das muss man sich mehrmals vorsagen, damit man dann weiß, was es für ein Witz ist. Geschrieben, aber wenn man es geschrieben sieht, geht es leichter. Versteht man es leichter. Weitere verbotene Frage, wie kommen Sie zu dieser Art Wortwitz? Ist das einfach eine Geschichte, die so da ist, oder... Also man attestiert mir immer, dass das meine Art zu schreiben ist. Also auch im Vorgängerbuch Königin der Berge sagt die Kritik, dass eben trotz des schweren Themas der sprachliche Witz und diese Vielschichtigkeit reinkommt. Also worum es mir beim Schreiben geht, ist einfach auch die Menschen so darzustellen, wie sie sind, mit vielen Widersprüchen. Also ich mag eigentlich keine Schwarz-Weiß-Zeichnerei und ich bin auch der Meinung, dass die Personen in diesem Buch alle ihre dunkle, aber auch ihre guten Seiten haben. Der Viktor kämpft ja ständig mit dem, nicht? Also es ist ja nicht so, auch seine Tante, die Mutter seiner zuerst Geliebten und dann sogar Frau, Caroline, er heiratet ja seine Cousine im Verlauf des Romans, er verherrlicht die ja irgendwie. Also er erzählt ja aus ihrer Jugend, dass sie eigentlich die Aufmüpfige war, die also zu den Demonstrationen, zu denen Peter Kreisky gerufen hat, gegangen ist, um wirklich für linke Angelegenheiten zu demonstrieren. Er erzählt auch, dass er sie eigentlich sehr gern mochte, dass er sie eigentlich schön fand, als sie jung war. Und im Gegensatz zur Caroline
trifft ja ihn das so stark, dass dieser Riss eigentlich alle wegspült, weil er will ja diese Familie eigentlich haben. Es gibt dann später ein Kapitel, die Urgroßmutter, das muss ich jetzt leider spoilern, die stirbt ja vor ihrem 100. Geburtstag, den erlebt sie nicht mehr. Und dann gibt es ein Kapitel, wo der Viktor schildert, wie dieser 100. Geburtstag gewesen wäre, wenn die nicht gestorben wäre, alles im Konjunktiv. Und für ihn ist es eigentlich ein Sehnsuchtsort dieser Familie und er sucht eigentlich die positiven Aspekte, auch wenn er immer wieder zu diesem Befund kommt, also diese Generation der im Krieg Geborenen, die haben das Problem verursacht, weil die haben alles gekriegt nach dem Krieg und jetzt, wo der Wohlstand da ist, jetzt gehen sie plötzlich nach rechts, nicht? Das ist ja der große Vorwurf, den er seiner Mutter hauptsächlich macht, ja, aber auch seiner Tante. Und das sehen Sie so? Nein, das sehe ich nicht so. Es kommt ja auch dagegen. Also das wäre ja das klassische 68er-Bashing, nicht? Also das gibt es seit den Elementarteilchen von Noelle Beck. Ja. Also das sind ja jetzt schon 20, 25 Jahre, dass diese Romane gibt, wo man sozusagen die 70s umdreht und sagt, ja, also diese 68er, ihr seid schuld, ja, furchtbares Chaos und jetzt bombardiert ihr Serbien und haltet euch für Grüne, nicht? Beim Viktor ist es ein bisschen anders. Er kommt schon zu diesem Befund, aber in der zweiten Hälfte des Romans relativiert er das Ganze. Auch das ist ein bisschen in die Erinnerung an einen Popsong gepackt aus den 60s von Crosby, Stills and Nash, dessen Refrain geht immer so: Teach your children well. Und dann singen sie aber plötzlich: Teach your parents well. Und er sagt dann: Ja, wir haben in den 90ern auch Dinge übersehen. Das Problem war, dass wir nicht gesehen haben, also dass auch die vermeintlich Roten oder die Sozialdemokraten in Österreich, in England unter Blair oder in Deutschland unter Schröder immer weiter mitgemacht haben mit diesem Kapitalismus. Und irgendwann haben halt die großen Firmen gesagt, so, jetzt habt ihr uns da den Weg gepflastert, jetzt brauchen wir euch nicht mehr, nicht? Und dann sagt er, es stimmt nicht ganz, beide Generationen haben eigentlich Dinge übersehen und stehen jetzt irgendwie ratlos vor dem, was da übrig bleibt. Also, ich denke mir, wir haben alle versagt, aber das kann man auch so nennen, wie Sie es nennen. Aber das hat halt schon... das hat schon viel von Ihnen, natürlich. Ja, also natürlich. Also das ist ja die am meisten verbotene Frage, ist es autobiografisch, die kenne ich auch. Und ich denke mir halt, es ist immer alles autobiografisch. Das ist die am meisten verbotenste Frage ever. Genau. Genau. Also es ist zum Beispiel so, dass also mein Vater war Jahrgang 28, also relativ alt für meinen Vater, und der hatte natürlich schon das, was er Systemzeit nannte, also der hatte schon diese Dollfuss-Schuschnigg-Zeit erlebt, wie die meisten Väter meiner Freunde nicht. Ja. Wir sind schon ziemlich gegen Ende. Also wir haben ordentlich getratscht. Ich glaube, es war ziemlich amüsant, aber ich wollte ja noch eine verbotene Frage stellen und an die kann ich mich jetzt leider nicht erinnern. Das ist gut. Sie so haben verboten, Glück. Ja. Das kriegt der nächste Autor dann. Weil ich kann sie ja nicht nach Russland fragen, so wie das mir immer passiert. Wonach kann ich sie noch fragen, was sie nicht gern haben? Wir haben jetzt eh alle Verbotenen durch, oder? Das Geld, das Autobiografische. Ich komme noch einmal auf den Wortwitz. Was mir an diesem Buch am meisten gefallen hat, war genau das. Ja, ich weiß schon, was ich noch sagen wollte. Sie sind ja im Vergleich zu mir ein wirklich junger Mann. Sie haben sich lauter Themen gesucht, die irgendwie eher so ein bisschen ins, sagen wir mal, Depressive gehen. Also die Suche nach dem assistierten Selbstmord, der Viktor, der ohne Kinder zurückbleibt.
Das finde ich interessant. Ja, also das stimmt schon. Wie soll ich sagen, es ist vielleicht sogar eine Einschränkung für mich als Autor. Also ich schaffe es eigentlich nur, über die Zeit zu schreiben, die jetzt ist und die ich beobachte. Also ich bewundere Kollegen, die über das 17. Jahrhundert fiktional schreiben und sich da... Naja, das ist alles schwer, nicht? Weil also ich man muss vor allem viel recherchieren. Eben, und dann... Also ich brauche die ganze Lebenswelt. Also ich gehe einfach... Und das ist deswegen ist Corona ein großes Problem für mich. Ich gehe einfach gern herum und ich sitze gern wo und höre einfach zu und schaue, was da ist. Und mir geht es einfach darum, schon die Probleme unserer Zeit zu porträtieren, weil ich einfach glaube, und das ist das Problem unseres Medienzeitalters jetzt, durch diese immer stärker werdende Zensur und diesen immer stärkeren Druck auf den Journalismus, ist die Literatur, die belletristische Literatur, jetzt wirklich noch eine Quelle, die sich mit den Problemen auseinandersetzen kann in der ganzen Zeit, die sie hat, nicht? Das sind ja immerhin fast 500 Seiten. Das heißt, da kann man das noch darstellen, während die Boulevardisierung des Journalismus immer voranschreitet. Und ich glaube, dass es auch Leute gibt, und zwar steigend, dass die Tendenz steigend ist, die das lesen wollen, die was Ernsthaftes lesen wollen. In meinem Stil sagt man halt immer, dass das mit Humor garniert ist, aber natürlich, mir geht es eigentlich schon um die wirklichen Probleme, die ich sehe, und die sind halt nicht lustig. So, jetzt mache ich Ihnen ein ganz schleimerisches Kompliment. Also, ein Kreisky-Zitat zu verwenden, Sie wissen gar nicht, wie viel Lob ich vertragen kann. Also ich finde, man kann Literatur heutzutage eigentlich nur lesen, wenn sie so humorvoll ist wie Ihre. Und ich habe sehr viel, obwohl das kein wirklich lustiges Buch ist, aber ich habe wirklich sehr viel gelacht bei Filmen, weil ich eben die Art, wie sie schreiben, einfach mag. Und ich habe das völlig voreingenommen gemacht, weil ich, das ist das erste Buch von Ihnen, das ich lese. Ich werde jetzt doch was anderes lesen. Das war unser erster Literaturtalk. Ich hoffe, dass es noch mehr Folgen werden. Sie können das nachsehen bei Zack Zack, nachlesen, nachhören. Und vielen Dank, Daniel Wisser. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, danke schön. Schönen Abend.